ist, sage ich mal, trotz dem Aus in der ersten Bundesliga und nach wie vor, sage ich mal, in Sachen Ringen in Niederbayern das Maß aller Dinge, oder? Ja, das glaube ich, kann man ohne weiteres sagen, dass wir das Maß aller Dinge sind. Ich sag mal, wer schon mal da war bei einem Heimkampf in Untergriesbach, der weiß, wie die Stimmung ist. Für die, die noch nicht da waren, vielleicht magst du das kurz beschreiben. Ja, ich glaube, die, die noch nicht da waren, die haben da auf alle Fälle etwas versäumt. Das ist eine einzigartige Stimmung in Untergriesbach. Das kann man mit nirgendwo vergleichen, man ist so nahe an der Matte. Und wir haben super Fans, faire Fans, muss man dazu sagen. Das ist eigentlich das Schöne an der ganzen Sache, da man wirklich sagen, ein super faires Publikum, das muss man eigentlich suchen und da haben wir stolz drauf, dass wir 10 Fans bei uns da haben. Was macht für dich persönlich den Reiz am Ringen aus? Persönlich der Reiz am Ringen, für mich selber. Für mich selber macht eigentlich der Zusammenhalt aus bei den Ringer. Die Ringer, die sind fair gegenüber ihren Gegnern. Auch wenn sie anschließend verloren haben, das ist eine Familie und die Ringer, ganz egal wie es heißen, ob es Olympiasieger sind, die sind alle bodenständig. Also du kannst mit jedem sprechen, die sind keine Stars wie in anderen Sportarten. Also die sind, man kann hingehen und kann sich mit denen unterhalten und das ist auch einzigartig und das ist das Familiäre am ganzen Ringer. Bei den Olympischen Spielen, klar, Ringen ist olympisch, verfolgst du die Kämpfe? Ja, ich selber, ich fliege nach London, ich habe mich kurzfristig entschlossen und wer unsere ehemaligen Ringer, Gabor Hattosch, Pitbull, den werde ich mir anschauen, ich hoffe, dass er ganz voll reinkommt, dann werde ich mir persönlich gratulieren, es wird ihm sicherlich auch gut tun, wenn er sieht, es kommt aus Untergriesbach einer, aus seinem Verein, da wo er eigentlich unser Superstar war, der König von Untergriesbach. Und wir werden den auch unterstützen. Und mich freut es, wenn ich hinfahre und sehe, ich hoffe, dass er recht viel zu reisten. Wenn ich jetzt noch nie auf einer Ringerbahn gestanden bin, ja. Was muss ich zum Ringer mitbringen? Wie muss ich beieinander sein? Muss ich Mords das Muskelpaket sein? Nein, das mit Sicherheit nicht. Also da stellt man sich eigentlich was falsch drunter vor, wenn man sich einen Ringer vorstellt, nur mit bepackt mit Muskeln von oben bis unten, weil Ringer ist ja nicht nur Kraft, sondern das ist erst einmal Beweglichkeit, Technik, Kondition. Natürlich muss man schon ein kleines bisschen Kraft auch haben. Ganz ohne Kraft geht es auch nicht. Aber es ist einfach sehr viel Technik, auch Taktik. Und nur so funktioniert auch Ringer. Natürlich muss man auch ein kleines bisschen einen Willen dazu mitbringen. Ja, Beweglichkeit, man darf nicht ganz steif sein. Ich fange ja auch die ganz Kleinen in der Schule schon mit dem Ringen an. Ja. In Untergriesbach, wie lange brauche ich, bis ich so weit bin, dass ich einigermaßen fit bin? Ja gut, selbstverständlich kommt es auch da ein kleines bisschen aufs Talent mit an. Das ist einmal selbstverständlich. Aber ein Ringer, der kann nicht innerhalb eines halben Jahr fit sein, sondern erstens einmal das ganze Programm, das ganze Griffrepertoire, das da ist, die turnerischen Fähigkeiten, die müssen da erst bei den Kindern entwickelt werden, damit die so weit kommen. Und nur so, also Ringen, bis dass ich Spitzenringer bin, bis dass ich selbst in der deutschen Nachwuchsmannschaft irgendwo da mit reinkomme, dass ich bei einer deutschen Meisterschaft oder nur Anführungszeichen bayerischen Meisterschaften vorn drin bin, muss ich mit Sicherheit ein paar Jahre dran arbeiten. Gibt es irgendeinen Trick, den man ganz schnell lernen kann, dass ich praktisch noch vom Anschauen schon umfällt? Nein, vom Anschauen fällt es mit Sicherheit nicht um, das ist klar. Aber gut, man kann vielleicht ganz einfachen Griff, aber man soll vielleicht einmal mit der Steffi erst reden. Die ist an sich die man ein bisschen eher helfen muss. Ein Mann ist eigentlich dazu eben vom Körper her einfach schon mal anders gebaut, größer. Man sieht, es sind ein paar Muskeln da. Ja, also da muss man ganz einfach ihr ein kleines bisschen helfen. Danke.